Guten Tag, Welt, da sind wir wieder. Hallo, Welt. Ja, da sind wir wieder und wir werden versuchen, diesen Ghoul hier zu entsperren und dann irgendwie, du stehst hier immer noch. Okay, was soll Komm ich schon. tun? Ich Folgt bin an mir. deiner Seite, ganz Sehr egal, gut. was kommt. Okay, dann müssen wir hier durch jetzt, Welt. Ich sollte mal danach speichern. Wie wäre das denn? Wir sollten wieder versuchen, rauszurennen. Wie wäre das? Das hat doch gut geklappt bei dem leuchtenden Ghoul. Ja, das ist doch jetzt eine Idee. Tür öffnen und dann nix wie raus. Aber vorher das Ding erstmal wütend machen, wenn es nur nicht so schnell wäre. Wo sind's? Okay, ich hoffe, das hat geklappt jetzt. Sofort wegrennen. Sichere Entfernung erstmal kriegen. Ich meine, die Ghule sind sowieso schneller als ich, seltsamerweise. Oder Preston. Aber vielleicht können wir irgendwo rüberspringen und das schafft es dann vielleicht doch nicht so schnell, das Ghoul. Hast du was? Wow, rennen, 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 rennen. Was war das jetzt? Was hat er überhaupt geschossen jetzt? Rennen! Seltsamerweise bewegt sie sich nicht. Boah, das ist so ein Ding. Das ist ja noch schlimmer. Wären wir mal lieber drin geblieben. Beweg dich! Wupp, 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 wupp. Hier hoch. Das ist doch gut so. Das ist doch gut. Mal hier hoch, hier rum und verschicken erstmal. Oh. Okay. Und speichern hier. Wir sind ja versteckt gerade. Preston. Ah, du hast es geschafft. Ich wollte gerade ein Loblied auf dich anstimmen, aber du hast es ja geschafft. Ja, das hätten wir doch alle gerne gehört jetzt, Welt, oder? Wieso ist das Ding kaputt? Kann mir das jemand erklären? Echt, der Ghoul hat das kaputt gemacht? Die haben sich gegenseitig kaputt gemacht. Kann das sein? Ich sehe den Ghoul nicht mehr. Okay. Dann. Es wird ja auch schon Tag. Der Leuchtende. Aber dass diese Ghoul. Boah. Tja, tatsächlich. Der Plan ging auf. Was sagt ihr nun, Welt da draußen? Was sagt ihr dazu? Ist es nicht schön? Brennstoff und den Schätze, Agave-Gitter. die werden das nicht mehr brauchen. Ja, genau. Und das hier? Wow, ein Fusionskern. Und eine 5,56er Patrone. Also mehrere sogar. Schaltplatte, Militärstandard. Und biometrischer Scanner, Terminal, Grafikkarte und Aluminium. Wunderbar. Oh, wir sind wieder überlastet. Aber für den Rückweg haben wir ja noch. Was war das? Buff-out? Irgendwas war das. Aber dass das Ding da stand, das hat mich ja jetzt auch überrascht, wo das wohl herkam. Und dass dieser Sarge war das, ne? Oder Sarge? Dass der so schnell kaputt war, hat mich auch gewundert. Ich frage mich, ob davon noch was funktioniert. Ich bin mir sicher, dass das alles noch funktioniert. Aluminium nehmen wir mit. Aluminium nehmen wir mit. Auch wenn wir schon. Ah, Walltech Lunchbox. Passt auf jetzt. Die Dinnergabel. Ja, die Lunchbox wiegt nichts. Die nehmen wir mit. Und den günstigen Wunderkleber auch. Die brauchen auch. Die wiegen zum Glück auch nichts. Und die 10 mm Patronen. Selbst wenn sie was wiegen würden, würden wir sie auch mitnehmen. Sicherung. Ja, die nehmen wir alle mit. Und da ist was. Der Spüllappen. Naja, eigentlich. Benutzter Ölkanister. Nehmen wir mal mit. Haben wir es ja nie. Eigentlich den Eimer hätte ich auch gerne. Schraubenschlüssel jetzt nicht unbedingt. Der ist ja nicht verstellbar, also keine Zahnräder da drin. Kronkorken und 45er Patronen mitnehmen. Und hier drin haben wir Kronkorken, Klebeband, Silbergabel und Schraubenzieher.
Schraubenzieher nicht um. Na, egal. Wir nehmen ja eh die Power-Rüstung jetzt mit hier. Oh, hier hinten. Ah, seht ihr, was ich sehe? Seht ihr, was ich sehe? Nicht den Vorschlaghammer. Daneben den Benzinkanister. Wo ist der Da ist der Schlaghammer. Werkzeug, Wunderkleber, Bourbonflasche und Klebeband. Okay, hier ist richtig viel noch. Verstellbarer Schraubenschlüssel, den müssen wir mitnehmen. Das militärische Klebeband müssen wir auch. Hachi, Hachi. Entschuldigung. Das kam jetzt einfach so raus. Ich wisch das nachher weg. Nein. Ja, ihr müsst auch denken, ich bin total der... Nee. Ach, ich lasse das da, bis es verkrustet ist. Dann tritt sich das von selbst da. Das wird immer schlimmer. Ich kann mich da nicht mehr rausreden. Hier gehen wir jetzt rein. Ich denke, dadurch können wir auch ein bisschen mehr tragen. Ja, und nun? Einsteigen, bitte. Fahrzeug betreten. Okay, und tatsächlich, wie viel können wir denn damit mehr tragen? Oh, viel, viel mehr, 300. Und vorher waren es nur 245 konnten wir tragen vorher, genau. Ja, bei 300, da können wir doch hier noch ein bisschen was Schraubenzieher, Schraubenschlüssel, alles mitnehmen hier, Säge, Zange. Schraubenzieher, den Mottek hier. Wo ist der Vorschlaghammer? Wir brauchen mehr Gewicht. Sonst heben wir noch ab hier in unserem Anzug. Was war das? Holz? Zollstock. Ah ja, vielleicht brauchen wir den mal für irgendwas. Wenn jemand unartig war, dann kriegt er auf den Popo damit. Oh, und das haben wir ganz übersehen hier. Militärisches Klebeband. Sehr gut. Der lässt sich aber ganz gut steuern. Ich meine, der andere, der war langsamer letztens. Der war vielleicht kaputt. Metall, diesmal nehmen wir das wieder mit. Metall, 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 Metall. Ich möchte es nur nicht gleich wieder ablegen müssen. Und die Kelle und das Holzbrett. Ja, das soll jetzt aber auch reichen. Keine Angst, Preston, das bin nur ich. Ich bin hier drin. Ist es nicht schön? Ich bin viel größer jetzt auch, oder? Sollte so sein. Ich glaube, jetzt haben wir hier aber wirklich fast alles abgegrast. Ich weiß, da sind noch ein paar kleinere Gebäude hier am Rand. Oh, es wird jetzt echt schon wieder dunkel oder wird es jetzt gerade Tag? Ja, aber was sollen wir jetzt noch tragen hier? Sturmfeuerzeug. Ja, okay, überredet. Und wenn hier jetzt irgendwelche bösartigen Fallen drin sind. Wir haben wenig Fallen diesmal gefunden. Also Monitore sind noch gar keine explodiert. Toi, toi, toi. Ich klopfe auf unbehandeltes Holz. Ich bin ja nicht abergläubig. Okay, Kronkorken nehmen wir mit. Wir nehmen die 38er Patronen mit, das Jet und das Radex. Okay. Radex, Radex, Radex. Yeah. Ja, tut mir leid. Das ist aber, ich hoffe, dass dieser Wahnsinn auch nur so überhand nimmt am Wochenende. Ich habe das schon gemerkt. Das ist eben, manchmal überkommt einen das. Also mich. Jetzt rede ich wieder über einen. Sonst rede ich immer über mich, oder? Ist das nicht so? Ist das schon mal jemandem aufgefallen da draußen? Mehr können wir hier aber nicht räubern. Oder? Mhm. Hinten im Auto, hier im Bus, sind doch immer schöne Sachen versteckt, oder? Kronkorken wenigstens, 38er Patrone und Strohkissen. Du hast gelber, bestimmt deine Gründe, aber für mich sieht das nach Schrott aus. Gelber Trenchcoat. Ja, warte ab, wenn wir in der Siedlung sind, dann wirst du dich noch freuen, wenn du da einen Geschützturm siehst, den wir errichtet haben. Mit all dem
unnötigen Schrott hier. Der mag das nicht, wenn man plündert. Ne? Gibt es wohl auch Leute, die das mögen? Vielleicht mal jemand, der wirklich sagt so, oh, guck mal, hier ist was zu plündern oder so. Na, ich hätte mir ja noch gewünscht für Fallout 4, dass man hier wirklich so noch andere Fahrzeuge hat. Also echte Fahrzeuge, Motorräder oder was auch immer. Oder Pferde zum Reiten oder irgendwie Brahmins oder so zum Reiten. Das hat man aber leider alles nicht. Wow! Beide Beine kaputt. Das haben wir jetzt davon, von unserer Neugierde hier. Naja, dafür kriegen wir jetzt Fusionskerne, 4 Stück. Kaliber 50 Munition und 38er Patronen, 6 Stück. Und dann steht hier wahrscheinlich dann irgendwo, schalten Sie die Selbstschussanlagen an und säubern Sie das ganze Gelände. Ich weiß nicht, wird es jetzt wirklich Nacht oder Tag? Ah, wir haben hier alles qualmend hinterlassen. Da ist noch etwas. Ein Schutzbunker? Oder ist das so... Das war das Gefängnis oder war das die Sauna? Leute, die da nicht gehört haben, die mussten hier dann rein. Komisch. Ach, das war das Übungsgelände. Aha. Und da findet man hier sowas. 50 Kronenkorken. Wow. 38er Patronen nochmal. Impulsgranaten oder Granate. Und Kurzimprogewehr und dünnes Becherglas. Mhm. Das war jetzt aber auch zu viel. Also das ist so ein Trainingsplatz hier. Probieren wir mal aus. Erstmal muss ich ein bisschen was ablegen. Probieren wir mal aus, ob das noch funktioniert. Inventar und Kleidung. Oh, das ist aber schwer zu erkennen. Leichte Hunderüstung. War denn hier nicht irgendetwas? Ja, meine Damen und Herren, wir werden gleich den Übungsplatz hier testen. Ob der das denn auch alles kann, was wir wollen. Ach, nicht schon wieder so lange suchen. Mottek weg, aber ich habe noch nie einen vorher gefunden. Glück bringen die beide. Unterhemd und Jeans, das wiegt 1 und 1 haben wir auch zu viel. Das würde doch dann... Ja, ich wollte das. Ja, wir können rennen und es wird sogar Tag. Jetzt gucken wir mal, wie gut wir das schaffen. Wir haben sogar hier diese Power-Rüstung und los geht's. Rüber. Und rüber. Und rüber. Ja, das ist wie im echten Leben da. Und durch. Und hangeln, hangeln, hangeln. Und 1, 2, 3, 4, 5. Wie langweilig. Wie langweilig? Hat er das jetzt ausprobiert? Naja. Ach, da geht der Turbo immer an, wenn ich anfange zu rennen. So ist normal. Und dann? Okay. Aber selbst mit dieser Rüstung, die ja gar nicht mal so stabil aussieht, wie sie sich anhört. Und von innen vor allem aussieht. Aber das hat schon was. Das hat was. Also das haben sie wieder sehr schick gemacht. Das ist schon mehr ein Fahrzeug als eine Rüstung. Ich meine, es fehlen ja auch Teile hier dran, sieht man ja. Wahrscheinlich auch, weil ich gerade auf die Mine getreten bin, fehlen die Beinteile. Also ich möchte nicht wieder an den Fliegen vorbei. Das heißt, wir werden jetzt schnell dorthin teleportieren. Ach, ich sehe gerade, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für Daumen hoch und für Abos auch. Und Kommentare natürlich bedanke ich mich ganz besonders schon mal im Voraus. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.